und rufe auf den Punkt 76. Aktuelle Stunde, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Rekordverkauf beim Hessischen Schülerticket, Seniorenticket kommt, 20.11.20. Es spricht die Frau Kollegin Karin Müller, Kassel. Bitte sehr, du hast das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Schülerticket für 1 € am Tag in ganz Hessen ist ein Erfolgsmodell. Und das sehen nicht nur wir hier so, sondern auch alle Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Freiwilligendienstler. Aber anders als beim Fußball misst sich der Erfolg nicht in Toren, sondern an Verkaufszahlen. Und auch die Verkaufszahlen belegen, dieses Schülermodell ist ein echter Schlager in Hessen. Aktuell sind 425.000 Schülertickets in Benutzung. Das ist eine Steigerung gegenüber den regulären Jahrestickets um 160%. Es gibt 810 Kaufberechtigte für dieses Ticket, also Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Freiwilligendienstler. Und damit nutzen das Angebot mehr als die Hälfte aller Anspruchsberechtigten. Und davon wiederum mehr als die Hälfte kaufen es im freien Verkauf und bekommen die Kosten nicht erstattet. Ich kenne kein anderes Produkt, das so erfolgreich ist wie dieses, das von über der Hälfte der Nutzungsberechtigten auch angenommen wird. Die Zahlen zeigen, dass ein bezahlbares Angebot mit einfachem Zugang zu Bussen und Bahnen dazu führt, bezogen auf die Nutzergruppen jetzt, dass Elterntaxi in der Garage bleiben kann und die Kinder und Jugendlichen sich selbstständig im Alltag mobil organisieren können. Diese positive Entwicklung zeigt, dass Potenzial da ist, für alle Hessinnen und Hessen ein kostengünstiges Flatrate-Ticket anzubieten, damit mehr Menschen ihren Weg per ÖPNV klimafreundlich zurücklegen. Diesen Weg wollen wir weitergehen und jetzt schon an Weihnachten denken. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk für die über 65-Jährigen hat, sollte sich das schon einmal merken. Das beste Geschenk wird ein Seniorenticket. Ab 01.01.2020 können dann auch alle Hessinnen und Hessen über 65 für 1 € am Tag klimafreundlich mobil sein. Ich bin überzeugt, dass das Seniorenticket auch gut angenommen wird und einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Denn die Seniorinnen und Senioren sind die Gruppe, die im Moment noch am meisten automobil sind, weil sie das Auto einfach vor der Tür stehen haben. Das ist sowieso da. Und wenn sie dann ein Ticket in der Tasche statt ein Auto vor der Tür haben, nutzen sie dieses Ticket auch und sind dann klimafreundlich mobil. Dass dieser Effekt eintritt, konnte man ganz schön auch beim Landesticket sehen. Das hört man nicht nur durchs Erzählen von vielen Bekannten, die wir alle haben, die auch Landesbeschäftigte sind, sondern die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Frankfurt hat es genau untersucht. Sie hat ein betriebliches Mobilitätsmanagement vor Einführung des Landestickets gemacht und danach und konnte genau nachweisen, wie viele Menschen jetzt nicht mehr mit dem Auto in die Hochschule kommen. Das ist nicht nur ein Erfolg für die Umwelt, sondern auch noch für den Geldbeutel. Es gibt also ganz offensichtlich einen Bedarf nach unbürokratischen, unkomplizierten und kostengünstigen ÖPNV-Angeboten für eine erfolgreiche Verkehrswende. Das Landesticket, das Schülerticket, das Seniorenticket sind die ersten Schritte für uns hin zu einem Flatrate-Ticket für alle Bürgerinnen und Bürger. Und ich freue mich, dass wir ja gestern so viel Einigkeit über das Thema Radverkehr hier hatten, mit den Freien Demokraten, aber auch allen anderen. Und heute konnte ich in der Zeitung lesen, dass die SPD bei ihrem Kandidatinnenwettbewerb auch für ein 365-Euro bundesweit wirbt. Das freut mich sehr, und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Weg dann auch gemeinsam erfolgreich weitergehen. Vielen Dank, Kollegin Müller. Das Wort hat der Abg. Enners, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind erfreut über die erheblich gestiegenen Verkaufszahlen
des Schülertickets auf nunmehr über 400.000 Fahrkarten. Die große Anzahl an Schülern, die den ÖPNV nutzen, ist somit als positiv zu bewerten. Die Mobilität der Schüler wird erhöht, die Elterntaxis können eingespart werden. Aber es sind ja nicht nur Schüler, sondern auch diejenigen, die Wehrdienst leisten, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, und auch die Auszubildenden. All diese Personen können das 365 € teure Ticket erwerben. Mit den Studenten besteht über das Semesterticket ein eigenes, ein weiteres Angebot zur Nutzung des ÖPNV zur Verfügung. Ab dem 01.01.2020 wird nun das Seniorenticket eingeführt. Ein Ticket, ein Land, 1 € pro Tag, so lautet das Motto. Dazu recht passend Preis 365 € für Menschen ab dem 65. Lebensjahr. Meine Damen und Herren, junge Schüler und Auszubildende sowie Senioren kommen in den Genuss des Flatrate-Tickets. Das ist überhaupt nicht verwerflich, sondern auch aus unserer Sicht eine gute Sache. Für uns stellt sich aber immer auch die Frage, wer die Rechnung bezahlt. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hat eine sogenannte Preisdeckungsrate von ca. 56%. Das bedeutet, dass 56% der Kosten über Ticketverkäufe erlöst werden. So betrug der Aufwand des RMV im Jahr 2018 ca. 1,6 Milliarden €. Demgegenüber wurden ca. 909 Millionen € durch Fahrpreise eingenommen. Der Nordhessische Verkehrsverbund hat sogar nur eine Deckungsrate von 34%. Die Differenz zwischen Kosten und Einnahmen werden durch Steuergelder finanziert. Und genau hier besteht das Missverhältnis, das wir kritisieren. Es sind die steuerzahlenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die fehlenden Millionen erwirtschaften. Diese Gruppe finanziert aber nicht nur den ÖPNV, nein, auch Kitas, Schulen und die Infrastruktur. Daher frage ich Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, wo entlasten Sie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Warum führen Sie kein Bürgerticket ein, um für alle auch Anreize zu setzen, den ÖPNV stärker zu nutzen? Wir sind uns bewusst, dass viele Senioren durch eine seit Jahrzehnten verfehlte Rentenpolitik der Bundesregierung über wenig Geld verfügen. Daher ist das Seniorenticket, und ich wiederhole es noch einmal, selbstverständlich zu begrüßen. Aber auch die Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, sind darauf angewiesen, kostengünstig zur Arbeit zu kommen. Der ÖPNV ist da im Moment oft weder die günstigste noch die schnellste Lösung. Diejenigen, die den ÖPNV durch ihre Steuern aufrechterhalten, das ist nun einmal die arbeitende Bevölkerung, muss die Möglichkeit bekommen, eine echte Alternative zum Pkw zu haben, die sich auch im Finanziellen zeigt. Es kann und darf nicht weiter angehen, dass steuerzahlende Menschen hier ausgegrenzt werden. Meine Damen und Herren, seien Sie endlich konsequent, seien Sie mutig und bringen das Bürgerticket zur Entlastung der übervollen Straßen auf den Weg. Und bedenken Sie, dass eine mögliche Verkehrswende auch nur dann gelingen kann, wenn Sie alle mit ins Boot nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Enners. Das Wort hat der Abg. Böhm, BÜNDNIS 90 Na, DIE LINKE, ne? Doch, ja. Sie sind nur dabei noch, ne? Ja. Frau Kollegin Böhm, DIE LINKE, so steht es somit. Bitte? Noch nicht? Na ja, dann macht weiter als LINKE. Bitte sehr, das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema war ja schon häufiger hier im Landtag, und ich verstehe das durchaus, dass Sie das feiern wollen. Und der öffentliche Nahverkehr liegt uns natürlich genauso am Herzen. Wir sehen allerdings den Stand der Dinge noch nicht als ausreichend an. Der öffentliche Nahverkehr braucht eine ganz umfassende Stärkung. Leider hat Hessen in den letzten Jahren hinweg, über die Jahre hinweg keine originären Landesmittel in den Nahverkehr investiert. Dies wurde völlig und wird immer noch fast völlig den Kommunen überlassen. Nur die Regionalisierungsmittel vom Bund weiterzuleiten, das ist wirklich noch keine Leistung. Und die Kommunen sind aktuell gefordert, jede Haltestelle barrierefrei zu machen. Und jede Meter und jede Buslinie, die gemacht werden muss, kostet ein Heidengeld. Und oft reicht es nur, gerade auf der kommunalen Ebene, das
für den Schülerverkehr. Zum Beispiel nützen die Jobtickets den Landesbeschäftigten zum Teil gar nichts, weil sie gar keine Verbindung zum Arbeitsplatz haben oder über viele Stunden hinweg unterwegs wären. Hier gilt es eigentlich, die Kraft des Landeshaushalts zu nutzen, um eine gute Infrastruktur für den öffentlichen Nahverkehr in Hessen zu erreichen. Und hier wünschen wir uns das Engagement des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums. Aber kommen wir zum Schülerticket. Gab es denn schon einmal eine durchaus sinnvolle Maßnahme, die auf solche Kritik von Eltern und Schulen gestoßen ist? Weil es ist ja nicht so, dass es alles unwidersprochen ist. Nicht, weil es nicht als sinnvoll angesehen hat, ganz gut, sondern weil es zu sozialen Ungerechtigkeiten führt. Warum ist die Landesregierung nicht bereit, endlich den 161 im Schulgesetz zu ändern? Warum kann man nicht alle Schulwege tatsächlich kostenlos machen? Schließlich haben wir Schulpflicht, und das ist ja auch ganz gut so. Aber wir haben auch Lernmittelfreiheit, aber die müsste auch umgesetzt werden, sodass wirklich alle Schülerinnen und Schüler, ohne Geld bezahlen zu müssen, auch tatsächlich in die Schule kommen können. Jetzt haben wir die Situation, einige können das Hessenticket für die Fahrt auch am Nachmittag nutzen, können sich mit Schülern und Schülerinnen treffen, können Besuche machen, können Ausflüge machen, andere gucken in die Röhre. Diese Ungerechtigkeit hat die Landesregierung geschaffen, und diese muss umgehend geändert werden. Und dazu würde ich gerne eine Aktuelle Stunde hören. Es geht aber weiter. Mit der 10. Klasse ist Schluss mit dem kostenlosen Ticket. Dann müssen die Eltern das 365-Euro-Ticket zahlen. Und ich weiß nicht, ob Sie schon einmal reingeguckt haben, was man im Grundsicherungsbezug für Mobilität bekommt. Das ist für bis 14-Jährige sind das 28 € im Monat, und ab 14 Jahre sind es nur noch 14 € pro Monat. Wie wollen Sie damit ein 31-Euro-Ticket bezahlen? Das funktioniert überhaupt nicht. Und ich denke, auch dieser Mobilitätsanteil im Regelsatz ist nicht ausreichend. Da müssen davon noch andere Sachen bezahlt werden, z. B. eine Reparatur eines Fahrrads oder wenn man vielleicht auch einmal die Verwandten außerhalb von Hessen besuchen wird. Deswegen brauchen wir ein anderes Konzept. Entweder sind Sie in der Lage, tatsächlich auch ein landesweites Sozialticket auf den Weg zu bringen. Das wären nämlich die Bevölkerungsgruppen, die tatsächlich ein günstiges Ticket brauchen. Oder Sie schaffen eine neue Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs, sodass wir keine Einnahmen mehr aus den Ticketverkäufen benötigen. Das würde auf jeden Fall dazu führen, dass mehr Menschen vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Und dann führen Sie den Nulltarif in Hessen ein. Das wäre tatsächlich innovativ. Aber auch noch einige Worte zum Seniorenticket. Es gibt durchaus Menschen, die sich darauf freuen, ab nächstem Jahr ab 9 Uhr morgens zu einem relativ günstigen Preis mit Bus und Bahn zu fahren. Allerdings gibt es viele, die sich dieses relativ günstige Ticket auch wieder nicht leisten können, und weil sie z.B. auch aus gesundheitlichen Gründen nur 4-5 Mal im Monat mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, rentiert es sich gar nicht. Die wünschen sich z.B. ein 1-Euro-Tagesticket. Diesen Wunsch möchte ich ganz besonders noch einmal, bin ich aufgetragen worden, das auch weiterzugeben hier an das Ministerium. Das ist nämlich der Wunsch der Menschen, die sagen, ja, okay, warum muss ich mir denn ein Jahresticket kaufen, wenn ich nur ab und zu unterwegs bin? Und denken Sie wirklich einmal an Menschen, die wenig Geld haben und mit wenig Geld auskommen müssen. Und es gibt viele Rentnerinnen und Rentner, deren Rente unter dem Grundsicherungsbetrag liegt. Und diesen hilft das Jahresticket nichts. Die können es sich nicht leisten. Hier erwarten wir Ihr Engagement. DIE LINKE will den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Er muss nutzbar sein für alle Hessinnen und Hessen. Wir brauchen den Ausstieg aus dem motorisierten Individualverkehr. Dafür brauchen wir große Schritte. Die der Landesregierung sind zwar nicht falsch, aber nicht gut für Menschen mit kleinen Einkommen und viel zu kleinmütig angesichts der Herausforderungen des Klimawandels. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Markus Meysner.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Rekordverkäufe beim hessischen Schülerticket, Seniorenticket kommt. Allein mit der Überschrift ist eigentlich alles schon gesagt. Aber lassen Sie mich die Redezeit durchaus noch etwas ausnutzen, meine Damen und Herren. Seit dem 01.08.2017 können alle Schülerinnen und Schüler und alle Auszubildenden in Hessen für 1 € am Tag quer durch das ganze Land fahren. Die Einführung des Schülertickets, wir haben schon gehört, mit über 400.000 verkauften Tickets, bedeutet, dass fast 60% mehr Schüler den ÖPNV benutzen als noch durch die Schülerjahreskarten im Schuljahr 2015 und 2016. Dies bedeutet einen enormen Schub für die Mobilität der Schülerinnen und Schüler und Auszubildenden in Hessen und ist als einen großen Erfolg zu werten. Wir begrüßen ausdrücklich, dass nun auch die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Land eine einfache und kostengünstige Möglichkeit erhalten werden, nicht nur in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld mobil sein zu können, sondern auch zum Einkaufen, zu Veranstaltungen oder zu Kindern, Enkeln, Verwandten und Freunden den ÖPNV zu einem vernünftigen Preis in ganz Hessen nutzen können. Häufig müssen Senioren sehr genau auf ihre Ausgaben achten oder verzichten aus anderen Gründen sogar auf ihr Auto. Gerade für diese Personengruppe ist ein solches Angebot ein großes Plus an Lebensqualität. Zugleich kommen wir unserem Gesamtziel und bitte hören Sie dazu, Herr Enners, ein einheitliches und kostengünstiges Angebot für alle hessischen Bürgerinnen zu schaffen. Sicherlich ist uns bewusst, dass mit der Einschränkung der Nutzung ab 9 Uhr dem einen oder anderen, insbesondere im ländlichen Raum, mit vielleicht noch eingeschränktem ÖPNV eine für ihn vorteilhafte Nutzung eingeschränkt ist. Dennoch sind wir in der Gesamtbetrachtung überzeugt, dem Großteil ein mehr als interessantes Angebot bieten zu können. Das Engagement der Landesregierung bei großen und dringend notwendigen Infrastrukturprojekten wie der Regionaltangente West oder der Nordmainischen S-Bahn oder die Schaffung von Fachzentren, die sich z.B. mit den Problemen der Mobilität im ländlichen Raum beschäftigen, sind weiterhin bester Beleg dafür, dass sich die Landesregierung der wichtigen Bedeutung des ÖPNV bewusst ist und die Verbünde bei der Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV-Angebots in ganz Hessen aktiv unterstützt. Die Kombination von Schülerticket, dem Jobticket für die hessischen Landesbediensteten und nun dem Seniorenticket wird die Nachfrage nach den Angeboten der Verkehrsverbünde merklich steigern. Diese transparenten und einfachen Angebote sind bundesweit einmalig und beispielhaft für eine engagierte Mobilitätspolitik unserer Landesregierung. Grundlage hierfür ist die gegenüber der vorherigen Laufzeit der Finanzierungsvereinbarung um fast 1/4 gesteigerte Ausstattung der Verbünde in Hessen. So fließen in den Jahren 2017 bis 2021 insgesamt rund 4 Milliarden Euro den Verbünden zu. Eine Zahl, die unser Engagement in die Mobilität ebenfalls unterstützt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Rekordverkäufe beim hessischen Schülerticket, Seniorenticket kommt. Wie anfangs erwähnt, ist damit das Wichtigste gesagt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und allen Nutzern dieser Angebote allzeit gute und zufriedene Fahrt. Vielen Dank, Kollege Meysner. Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Rudolph, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Vor allem, wenn wir uns bedanken, dann bei den Verbünden, die dafür nämlich gesorgt haben, dass sie entsprechende Tickets mit anbieten. Aber ich will, Herr Frömmrich, ich erkläre Ihnen das ja gleich noch mal ein paar Takte. Kann ich Ihnen entsprechend, lieber Herr Kollege, gleich auch noch ein paar Takte dazu erzählen? Weil ich bin ja sehr froh, dass sozusagen sich alle auch mit den Ideen und Vorschlägen auch aus der Bundesebene eben beschäftigt haben. Ja, lieber Kollege Meysner, herzlich willkommen. Ich freue mich, wenn der Bund auch entsprechend die Vorschläge der SPD-Bundestagsfraktion zu bezahlbarer, besserer Mobilität zu Themen des Umwelt-, des Klimaschutzes und des Umweltschutzes unterstützt, bei dem nämlich dann dabei nämlich ist. Und lieber Kollege Frömmrich, das ist der große Unterschied. Nicht, dass man danach sagt, wir brauchen dieses Ticket, sondern wo entsprechend klar drin ist, was machen wir konkret an eigenen Bereichen, z.B. für die Kostensenkung. Hier bei uns wäre, was geben wir denn an originären Landesmitteln denn tatsächlich mit rein, damit es mitfinanziert werden kann. Und das ist der Unterschied zwischen der Bundesebene, selber aktiv dafür auch was tun
oder das, was wir auf Landesebene machen. Wir freuen uns, wir beschreiben. Und, lieber Herr Kollege Meißner, bei aller Wertschätzung, das, was Sie zum ländlichen Raum gesagt haben, das ist wirklich eine starke Untertreibung gewesen. Das, was Sie mit dem Seniorenticket jetzt machen, ich lade Sie herzlich ein, in ein paar Bereiche bei mir in den Wahlkreis mit reinzukommen. In Langhecke war jetzt im Sommer ein wunderbarer Termin vor Ort, 222 Einwohner. Ja, da fährt der letzte Bus kurz vor 9 und dann warten die bis kurz vor 14 Uhr, bis überhaupt der nächste Bus wieder fährt. Er muss aber spätestens um 18 Uhr wieder den Bus genommen haben, weil sonst kommt er an dem Tag nicht zurück. Wo soll denn da der Arzttermin möglich sein? Wo soll denn entsprechend der Besuch bei Verwandtschaft und Ähnliches hinbekommen? Deswegen, meine Damen und Herren, ich wiederhole es hier an der Stelle deswegen immer wieder gerne. Wir brauchen ein verlässliches, flächendeckendes, bezahlbares Angebot im gesamten Land. Das ist auf der einen Seite das Angebot auf dem Land, damit überhaupt der Bus fährt. Und das ist das Problem im Ballungsraum, weil daher kommt die Idee mit der 9-Uhr-Beschränkung, weil im Moment unsere Kapazitäten jetzt schon nicht mehr ausreichen, wenn ich den Bereich U- und S-Bahn anschaue. Aber auch sozusagen in dem Bereich muss ich vorangehen, damit ich das Angebot schaffe, meine Damen und Herren. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, damit wir wirklich öffentlichen Personennahverkehr attraktiv machen. Beim Schülerticket will ich auch das noch einmal wiederholen, was wir hier immer wieder diskutiert haben. Die Schülerinnen und Schüler im Zweifelsfalle sind die, die es bezahlen, wenn sie unter den 3 Kilometern wohnen. Wir haben das Problem, wenn wir oben auf der Tribüne Besuchergruppen haben, da haben wir sozusagen den Studienrat im Zweifelsfalle, der kriegt das sozusagen kostenfrei dazu. Die Schülerinnen und Schüler zum Teil kriegen es erstattet und andere müssen es selbst bezahlen. Meine Damen und Herren, wenn das kein Problem ist in diesem Land, damit wir unterschiedlich machen, das ist, glaube ich, für uns ein wichtiges Thema. Und da sollten wir dringend an das Thema auch an die Lösung herangehen. Und wenn wir dann wirklich über Mobilität für alle reden, dann bin ich auch beim Thema der Barrierefreiheit. Das, was wir in Hessen im Bereich auch Bahnhöfe und Ähnliches machen, das ist ein eigener Flickenteppich und reicht überhaupt nicht heran im Vergleich auch zu Engagement in anderen Bundesländern, dass wir wirklich flächendeckend nach und nach Bereiche des Schienenverkehrs und Ähnliches mehr barrierefrei anbieten können. Wir schaffen es nicht, bis zum Inkrafttreten der UN-Konvention, dass alles durchgängig gilt, wirklich Barrierefreiheit für alle hinzubekommen, meine Damen und Herren. Und da würde ich mir, liebe Kollegin Müller, wirklich auch Engagement noch einmal des Landes wünschen, damit wir eben nicht nur über das Thema der Tickets reden, sondern wenn wir Mobilität für alle beschreiben, auch das Thema Barrierefreiheit hochhängen und wirklich auch einmal als Land Engagement zeigen. Da ist sicherlich noch Luft nach oben, meine Damen und Herren. Und, lieber Kollege Frömmrich, damit komme ich dann sozusagen auch noch einmal abschließend zu den Tickets. Der Unterschied sozusagen zu dem, wie Sie die Schritte beschreiben, und dem Unterschied, das, was wir auf Bundesebene diskutieren, wie kommen wir zum 365-Euro-Ticket? Das ist entsprechend der Unterschied, dass Sie nach und nach Einzeltickets beschreiben und immer wieder sagen, wir müssen am Ende zu einer Bürgerflat kommen, aber es keine Schritte skizzieren, wie Sie es denn tatsächlich hinbekommen wollen. Und das finde ich deswegen der wesentliche. Ah, Frau Ministerin, die Lachen von der Regierungsbank ist auch so eine Sache. Also von daher entsprechend der Weg. Meine Damen und Herren, der Kollege Tobias Eckert, ein junger Mann, der hat das Wort. Bitte um Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Deswegen abschließend, das ist der Weg, der beschrieben wird, wo wir auch wirklich Engagement des Bundes mit hinbekommen. Und das ist das, was ich von der Landesregierung auch gerne hätte, beschreiben, wie kommen wir zu einem Bürgerticket für alle, damit wir nicht nur einzelne, Sie machen es nicht, Sie machen einzelne Grundgruppen, aber Sie machen kein Bürgerticket. Aber ich bin sehr gespannt auf die Ausführung des Ministers. Bislang bleibt er die Antwort schuldig, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Eckert. Das Wort hat der Abg. Dr. Naas, FDP-Fraktion. Sehr gut. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, auf die Wiedervorlage der GRÜNEN ist Verlass. 23. März 17, ein Ticket für Hessen, Einführung eines landesweiten Schülertickets. Dann am 31. August 17, Hessen Schülerinnen und Schüler freuen sich schon, 250.000 Schülertickets stärken den ÖPNV.
Dann am 22. November 17 Landesregierung stärkt Hessen als Verkehrsdrehscheibe. 1. März 18 Weichen für ÖPNV in Hessen in Richtung Zukunft gestellt. Ja. Und jetzt hat Wiesbaden einen weiteren Jubelapplaus ausgegeben. Rekordverkauf beim hessischen Schülerticket, Seniorenticket kommt. Ich will gar kein. Ich finde das schon eher peinlich. Aber ja, Sie müssen auch mal gucken, lieber Kollege Frömmrich, Sie müssen auch mal gucken, dass Sie dann beim Schülerticket dann auch die ein oder andere Ungerechtigkeit noch mal beseitigen. Da müssen Sie schon mal nachschärfen. Ich will heute aber die Aktuelle Stunde nutzen, um eigentlich auch mal auf die Qualität des ÖPNV zu sprechen zu kommen. Und da liegt in Hessen vieles im Argen. Es nützt nämlich nichts, wenn Sie 20 Millionen in die Hand nehmen und sagen, das ist jetzt unser Beitrag zur Mobilität, schauen Sie sich doch einmal die Verkehrsumfrage der hessischen IHK an. Die stellen Ihnen nämlich ein ganz anderes Zeugnis aus. Es nützt nämlich nichts, ein Schüler- oder Seniorenticket zu haben, dort, wo überhaupt gar kein Bus und keine Bahn fährt. Und das ist insbesondere auf dem Land. Ihre Tickets begünstigen abermals die Stadt und lassen das Land links liegen. 76% der hessischen Unternehmen haben in der Studie gesagt, dass sie Verspätungen und Zugausfälle eben, dass sie das beeinträchtigt. 60% beklagen die schlechte Anbindung des ÖPNV. 58% der Unternehmen sehen ein schlechtes Fahrbahnangebot. Und wenn ich mir mal so angucke, wie lange Sie auch für die Planung einzelner Projekte brauchen, die nordmainische S-Bahn, die Achse Fulda-Frankfurt, dann müssen wir das beschleunigen. Der Kollege Eckert hat es gesagt. Ich will noch auf einen Aspekt eingehen, der noch nicht zur Sprache gekommen ist. Und das hat auch etwas mit der Qualität zu tun. Sie müssen am Ende auch für eine Digitalisierung des ÖPNV sorgen. Und diese Chancen lassen Sie im Moment völlig links liegen. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle anlässlich dieser Aktuellen Stunde schon einmal eine Initiative ankündigen. Wir werden es nicht zulassen, dass die Verbände auf den Quelldaten weiter sitzen und es keine Innovation in diesem Bereich gibt, weil es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass die Quelldaten einmal rausgegeben werden, dass es eben nicht nur dem RMV obliegt, die Fahrgastinformation zu übermitteln, natürlich mit einer entsprechenden Werbung dabei, sondern dass man da viele Innovationen und Investitionen ansetzen kann. Und da liegt vieles im Argen. Wenn Sie nämlich die Quelldaten rausgeben, dann könnten Sie eine Verknüpfung schaffen, dass ich nämlich sehe, wie beim Pizzaservice, wie weit ist der Zug eigentlich noch entfernt? Wo ist der Zug? Wo ist der Waggon, wo ich mit meinem Fahrradkollegin Müller einsteigen kann? Dass ich natürlich vorher auf dem Landesradweg gefahren bin, ist, glaube ich, selbstverständlich für uns beide. Aber die Frage ist doch, wie können wir das sinnvoll verknüpfen? Wie können wir die Verkehrsträger günstig verknüpfen? Und da ist die Digitalisierung eine Riesenchance, und da tun Sie nichts. Deswegen, anlässlich dieser Aktuellen Stunde, unsere Aufforderung. Denken Sie einmal über die Digitalisierung des ÖPNV nach. Und schauen Sie, dass wir da eine Qualitätssteigerung bekommen. Wir haben da viele, viele Möglichkeiten, und damit wäre uns auch gedient. Wir müssen in die Zukunft denken, und Sie können mit billigen Tickets am Ende die Qualitätsprobleme nicht lösen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt freut euch doch einfach mal. Wir diskutieren, und zwar nicht für mich, sondern für die Schülerinnen und Schüler und für die Auszubildenden und ab nächsten Januar für alle Menschen über 65. Wir diskutieren
Wir diskutieren so oft über die Frage, wo Vertrauensverlust in Politik herkommt, und sagen, wie man Handlungsfähigkeit beweist und wie man am Ende auch wirklich etwas tut, was für die Lebenswelt der Menschen, für das ganz reale Leben einen Fortschritt bringt. Da haben wir jetzt etwas, und hier suchen Leute unfassbar angestrengt nach dem Haar in der Suppe. Es waren heute ziemlich viele gute Artikel in den Zeitungen. Noch einmal herzlichen Glückwunsch an die Kollegin Faeser über das fröhliche und freundliche Gesicht der Sozialdemokratie. Das muss man dann aber auch am Tag drauf durchhalten, Herr Kollege Eckert. Und deswegen zur Sache. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit dem 1. August 2017 fahren alle Schülerinnen und Schüler, alle Auszubildenden, alle Freiwilligendienstleistenden in Hessen für 1 € am Tag mit der Jahreskarte, mit dem ÖPNV in allen Bussen und Bahnen. Die Bilanz ist überwältigend. Wir hätten damit selbst nicht gerechnet. Wir haben 400.000 im ersten Jahr gehabt, und jetzt noch einmal eine neue Zahl. Im zweiten Schuljahr sind sogar noch einmal mehr geworden. Wir haben über 420.000 junge Menschen in Hessen, die das Schülerticket in der Tasche haben. Und darüber freue ich mich wirklich außerordentlich, und zwar nicht für mich, sondern für diese jungen Menschen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir fördern damit selbstständige Mobilität, wir fördern damit umweltfreundliche Mobilität, wir entlasten damit die Eltern sowohl von den Elterntaxidiensten wie auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, finanziell, weil das ist das erstaunlichste Ergebnis. Die Zuwachszahlen im freien Verkauf waren über 2/3, das heißt bei denen, die es selbst bezahlen müssen. Offensichtlich ist dieses Angebot sehr, sehr attraktiv, und am Ende merkt man das auch an den Verkaufszahlen. Und ich will das ausdrücklich sagen, weil es darüber selten geredet wird. Ich hatte in diesem Bereich auch ganz besonders die Auszubildenden vor Augen, weil die in Zeiten größerer Spezialisierung oft zwischen Arbeitsplatz, Wohnort und Berufsschule weite Wege zurücklegen. Und für die ist es ganz besonders attraktiv. Und da kommen auch zu einem relativ großen Teil die Steigerung der Verkaufszahlen her. Alles in allem ein riesig erfolgreiches Projekt für die Menschen in Hessen. Und jetzt machen wir den zweiten Schritt. Wir machen den zweiten Schritt. Wir gehen nämlich jetzt in das Seniorenticket. Ab 1. Januar alle Menschen über 65 in Hessen haben die Möglichkeit, dieses Ticket zu kaufen für als Jahreskarte 365 € im Jahr. Und ja, da ist eine Einschränkung dabei, nämlich nicht vor 9 Uhr am Werktag. Aber ja, es gibt auch eine Premium-Variante, sozusagen eine sogenannte Komfort-Variante für 625 €. Da kann man die erste Klasse mit benutzen. Da gibt es keine zeitliche Einschränkung. Und man kann nach 19 Uhr und am Wochenende einen weiteren Erwachsenen und beliebig viele Kinder unter 14 mitnehmen. Und ja, wissen Sie, natürlich kann man sich wünschen, dass das Paradies auf Erden sofort ausbricht. Das kann man sich wünschen. Aber Frau Böhm, wenn Sie sagen Nulltarif, dann müssen Sie mir auch sagen, wo die 1 Milliarde € Fahrgeldeinnahmen dann herkommt, die sofort weg wäre. Sie haben gestern einen Gesetzentwurf eingebracht, der kostet 350 Millionen €, jetzt noch 1 Milliarde €. Also in einer Plenarwoche 1,5 Milliarden € ausgeben zu wollen, das ist schon eine ganz besondere Leistung. Und so, liebe Kolleginnen und Kollegen, so erreicht man das nicht. Weil wenn man ein visionäres Ziel hat, und das visionäre Ziel ist das Bürgerticket für alle, dann kommt man diesem Ziel nur dann näher, wenn man Schritt für Schritt vorangeht. Und ich finde das schön, Herr Kollege Eckert, dass die Bundesregierung diskutiert. Die diskutiert auch weiterhin. Hessen handelt, und das ist der Unterschied. Und ich will das noch einmal, Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ich will das noch einmal sagen. Wenn das Seniorenticket ab 1. Januar kommt, dann haben wir für fast die Hälfte der hessischen Bevölkerung Flatrate-Angebote. Und das wird oft vergessen. Auch das Semesterticket ging einmal aus Hessen aus. Wir setzen hier bundesweit Maßstäbe, wo uns andere kopieren, uns die Fragen stellen, wie habt ihr das geschafft? Und wir gehen da Schritt
für Schritt voran, weil nur so verändert man am Ende die Wirklichkeit, indem man das, was man als visionäres Ziel hat, Schritt für Schritt anstrebt. Und noch einmal, ab 1. November ist das im Verkauf. Ich weiß dieses Jahr, was ich meiner Mutter zu Weihnachten schenke, ist ein kleiner Hinweis. Sie haben doch alle zu Weihnachten das Problem, dass man sagt, die haben doch schon alles. Und wenn man dann fragt, was wünschst du dir denn, sage ich, ich habe doch schon alles. Dieses Jahr hätte ich einen guten Tipp. Und ich bin mir sicher, dass auch dieses Angebot ein Riesenerfolg wird, weil es am Ende für die konkrete Lebenswelt der Menschen konkrete Antworten gibt. So verändert man Wirklichkeit. Das ist am Ende verantwortungsvolle, realistische und gleichzeitig visionäre Politik. Da können wir in Hessen stolz drauf sein. Herr Minister, herzlichen Dank. Es gibt keine weitere Wortmeldung. Damit ist die erste Aktuelle Stunde der Tagesordnungspunkt 76 erledigt.